So, was sagt unser Inventar? Unser Inventar sagt, wir haben viel zu wenig Fließbänder. Das ist okay. Tanks haben wir einen. Das ist auch ein kleiner. Ich denke, ich sollte von vornherein größere Tanks nehmen, also mindestens MK2 Tanks. Ja, komm, machen wir gleich Dreier. Weil sonst haben wir später ein Problem mit der Lagerung. Wenn wir es denn upgraden wollen, die ganze Flüssigkeit verloren geht und so. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das heißt, wir brauchen auch neuen Stahl, wir brauchen neues Eisen. Die Zentrifugen haben wir 5. Ja, erstmal brauche ich einen von den ganz guten Tanks. Da. Da muss ich gucken, wo ich die hinsetze. Mal Q. Also Sludge kommt raus. Hier könnten wir Sludge hinmachen. Ja, machen wir einfach hier. Da. Ne, das ist zu nah dran an dem Verteidigungsanlagen-Ding. Machen wir hier. Dann da runter, da hoch. Da wird eine Lampe, da wird eine Lampe. Hier komme ich noch durch. Jo. Okay, da müsste sich jetzt Sludge ansammeln, sobald das Ding anfängt zu arbeiten, was es ja noch nicht tut. Das ist okay. Und ich denke, da ist doch keine gute Stelle, weil wir haben nicht genug Platz, um dann sowohl Kupfer als auch Eisen von unten kommen zu lassen. Wobei es ja später alles von oben angeliefert wird, von den Bahnen, ne? Ja, trotzdem. Bisschen Abstand schadet nicht. Wir haben ja extra genug Platz hier gelassen. Das heißt, wir verschieben das Ganze einen weiter nach da. So. Achso, Muster. So. 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 Tank. Das schaut auch gut aus. Ja, das heißt, Sludge kommt jetzt von hier. So, kommen wir da noch durch? Ja, okay, also Sludge kommt jetzt hierher. Wird dann von hier aus nach unten gebracht und hier unten wird es dann zentrifugiert zu Stein. Musst du gleich mal weitermachen hier. Und ich hätte gerne hier irgendwo Licht. Der Dreierabstand, das war noch drei, ne? 1, 2, 3, ja. 1, 2, 3. Hier bei der Reihe kommt wieder Licht dran. Und zwar war das Muster so, dass das Licht oben drauf kommt. Oder ja, doch oben drauf. Neues Licht bitte. Da. Licht, Licht, sehr schön. Und mehr Strommasten. Davon noch ein paar. Juhu. Noch irgendwas, das wir herstellen könnten, während ich jetzt am Rumwuseln bin. Stell mal Draht her. Einfach nur so, damit das Kupfer, was bei uns im Inventar ist, verarbeitet wird. So. Sludge sammelt sich da. Die Verarbeitungsanlage von Sludge. Zentrifuge. Zentrifuge bekommt jetzt von irgendwoher das Sludge angeliefert. Mach mal dein Rezept. Da. Das heißt, wir machen einfach so das Ganze. Das heißt, von oben kommt Sludge und unten ist ein Fließband und da kommt dann sowohl Gestein als auch diese komischen Metallknödel raus. Mehr ist das nicht. Ja, scheint recht einfach, ist dann wohl auch recht einfach. Das heißt, du gehst jetzt darunter daran, du gehst darunter daran. Du da, du da, du da, du da. Wir brauchen mehr Untergrundpipes. Bau Untergrundpipes. Darum, 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 darum. Das wären jetzt schon mal 4 Zentrifugen.
Habe ich mir irgendwie ein bisschen komplizierter vorgestellt. Du mach das, du mach das, du mach das. So, dich noch drehen. So. Oh, wir haben keinen Platz gelassen für Pumpen. Das ist jetzt nicht so schön. Wir können einfach immer vor den Dingern hier eine Pumpe jeweils machen. Also so. So, dann brauche ich normale Rohre. Zack, 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 zack. Also machen wir das erstmal so. Und wenn wir merken, dass nicht schnell genug Sludge hinterherkommt hier bei den Dingern, dann ersetzen wir einfach die Rohre da durch, pumpen die in die Richtung pumpen. Und wenn der Sludge von hier oben nicht schnell genug rausgesaugt wird, dann kommt hier eine Pumpe hin. Oder halt da auch noch. Wir haben hier auch noch genug Platz. Ja, das ist echt schön, wenn man so viel Platz hat zum Bauen. Kann man immer nachträglich noch ein bisschen rumfriemeln. Gut, 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 gut. Dann brauchen wir Ärmchen. Ich mache erstmal schnelle Ärmchen. Und zwar hier ganze schnelle Ärmchen. Und da hinten hätte ich gerne halbe Ärmchen. Ärmchen? Noch ein halbes Ärmchen. So, und das bringt jetzt Stein hier hinten hin zur Lava-Geschichte. Und bis es soweit ist, dass da Lava ist, brauchen wir eine große Eisenkiste, um das Ganze zwischen zu lagern. Ja, Large Iron Chest. Du, dahin, du nimmst bitte genau dahin, wo kein Strom ist. Oh, nein, 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 gar nicht erst anfangen hier mit falschen Mustern. So. Du hättest gerne noch ein halbes Ärmchen. Das heißt, du tust... Was? Das macht gar keinen Unterschied, ha? Ja, Hauptsache, du hast reingelegt. Okay. Und Shotgun Shells sind fertig. Wollten wir noch irgendwas anderes hier machen, was wichtig war? Noch mehr Tanks. Nicht, das reicht langsam. Effektivitätsmodule brauchten wir, glaube ich, für die Rüstung. Brick Wall, Clay. Oh, das ist interessant. Und ermöglicht die ganzen anderen Sachen. Steel Gear. Ja, ich glaube, ich werde das hier nehmen. So. Also das arbeitet soweit. Dann hätte ich jetzt gerne die Verbindung nach hier oben. Und zwar da lang. So, welches war jetzt Eisen? Das hier war Eisen. So. Dum, 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 dum. Wo kam das Eisen jetzt her? Von da unten. Aber es kam fast gar kein Eisen mehr an. Das war das Problem, ne? Ja, richtig. Das heißt, wir ziehen das jetzt einfach komplett von hier hinten rüber. Weil von da hinten wird das Eisen später kommen. Also was heißt später? Ich denke mal in 4 Folgen oder so werden wir da die ganzen Bäume abreißen. Wofür wir wieder einen Roboport hinsetzen müssten. Da die ganzen Bäume abreißen und ganz viele Mining Drills hinstellen. So, ich hätte jetzt aber ganz gerne erstmal Fließbänder. Da, alle. So. Die Eisen ist mau gerade. Das lässt sich nicht ändern. Was ist mit dem? Das Eisenfeld da unten macht zu wenig. Da sollte ich kurz mal vorbeigucken. Hier staut sich das, ist okay. Flüssiges Kupfer ist voll. Ja, alles, alle hier. Also, ne? Eisen. Hier staut sich nichts. Es wird einfach nur ein so Mining Drill sein, der voll ist, leer ist. Achso, es sind nur 2. Ja, okay. Da.
Das könnte schon mal ein bisschen helfen, ne? Effektivität, Effektivität, gutes. So, da kommt jetzt schon ein bisschen mehr Eisen an. Und wir basteln dann hier oben eine Abzweigung. Wo läufst du lang? Da lang, da lang, da lang, da lang. Warum ist hier so ein Fließbandgewirr? Das kann weg. Da war wohl auch mal irgendwas an Ressourcen, ne? So. Genau, hier geht das hoch und hier macht es Knick nach links. Und wir machen es einfach gleich so, dass hier ein Knick nach rechts kommt. Das heißt... So, 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 so. So, so. Danach da. Und später drehen wir das Ding da einfach um. Danach da. So, jetzt brauchen wir einen Anschluss von hier nach da hinten. Das dürfte ja nicht so schwer sein. Einfach hier hochziehen, einmal durch den Wald durch. Okay, das könnte schwer sein, weil der halt sich selber blockiert, der Wald. Diesen überlappenden Ärmchen, die da raushängen, das ist sehr irritierend. Roboter, könntet ihr nicht mal ganz kurz? Das ist super, danke. So, ich setze das ganze Muster einfach mal oben weiter fort. Da, 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 da. Oh, schon soweit. Die sind alle falsch rum. Oh. Mist. Das ist gar nicht das, was ich haben will. Lalala. Rückwärtsgang. Das ist das Stein zu Lava-Geschichten-Ding. Das heißt, das muss wieder weg. Es kommen hier auch so viele Linien gleichzeitig an. So, du bist das, was ich haben will. Sollte ich mal von hier aus weiter durchziehen. Nicht da, da ist das Muster im Weg. So rum, genau. Kann doch nicht so schwer sein. Jungs, könnt ihr euch ein bisschen beeilen? Jo. Tong, 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 tong. Du weiter hoch, 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 hoch. Boah. Ah. Dann kommt das Eisen gleich da an. Dann können wir die erste Schlacke produzieren. Dann können wir gucken, wie gut die Zentrifugen hinterherkommen mit der Schlacke-Umwandlung. Dann brauchen wir auch noch intelligente Ärmchen. Haben wir welche vorrätig? Nein. Wir brauchen intelligente Ärmchen, um die Eisenbrocken und die Kupferbrocken rauszufiltern, die ja fast gar nichts bringen. Was fehlt mir für die hier? Eisenplatten. Ja, Eisenplatten bekommen wir jetzt gleich nicht. Nee, das ist richtig. Die Eisenplatten bekommen wir erst später. Ich sollte das ganze Ding auch erst anschließen, wenn wir wirklich die Schmelzanlagen da haben, die Gussanlagen und so weiter. So viel zu tun, bevor wir das Ding anschmeißen können. Aber gut, Muster weiterführen ist immer gut. Eisenklauen auch. So, Stahl. Stahl nehmen wir mit. So. Okay. Noch mehr Fließbetten oder haben wir genug? Ne, wir haben genug. Gut, das heißt, wir brauchen jetzt die Schmelzanlagen. Das wäre der Blast Furnace, ne? Ja, und die Forge war die Gussanlage. Okay, Blast Furnace. Blast Furnace braucht Lava. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie viel ich davon haben will. Aber hier kommt dann... Also hier kommen die Erze an. Da kommen die sauberen Erze raus. Das gleiche müssten wir eigentlich oben auch nochmal machen, ne? Fällt mir gerade mal so auf für Kupfer. Es wird denn ganz schön eng hier mit der Zufahrtsstraße für den Zug. Ja, ein bisschen. Aber okay, lässt sich nicht ändern. Du mach hier mal das Muster weiter. Wie viel Abstand brauchen wir hier? Von da...
war so anderthalb von unseren Standardeinheiten. Also bis hier rum. Ja. Fährt hier der Zug ein und da wird es entladen und dann, ja, okay, es können knappen. Im Notfall können wir alles hier aufschippen, aber das war so nicht durchdacht. Gut, trotzdem, wir brauchen jetzt die Schmelzanlagen. Also hier kommt eventuell noch ein, zwei davon hin, um noch mehr sauber zu machen. Wobei das unwahrscheinlich ist. Ich denke, drei werden schon hinterherkommen. Vor allem, wenn sie schnell arbeiten mit den besseren Modulen. Du erforsch bitte mal das da. So, das heißt, hier kommt jetzt sauberes Eisenerz an. Das einmal dichtpflastern. So, sauberes Eisenerz kommt hier an. Kommt dann da rein. Ja, da gab es keine ordentliche Mitte für. So sieht einigermaßen mittig aus. So, du stellst bitte flüssiges Eisen her. Dafür brauchst du das Eisen selber. Warte mal. Der nächste Kringel wäre theoretisch hier, ne? Da hoch, da runter, da kringel ich. Ja, das geht nicht so gut auf. Du musst da weg. Du musst dann setz dich einfach. Nicht schön. Gucken wir mal, ob das so einigermaßen aufgeht.